Seid ihr herzlich willkommen. Heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, war meine erste Gedanke, jetzt kommt eine gute Nachricht oder ein Geschenk oder eine Überraschung, eventuell eine Einladung. Gleichzeitig war bei mir dieser Impuls, das trifft nicht nur mich, sondern trifft dich auch. Und dazu ist diese Legung eine angenehme Überraschung oder eine wichtige Nachricht. Dein Gegenwart oder dein Energiefeld gerade zeigt hier dieses Kreuz. Und das bedeutet religiösen Themen oder Spiritualität, aber auch dein Schicksal, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oder du befindest dich gerade in deinem Lebensweg bei diesem Kreuzung und orientierst du dich neu. Wie soll das weitergehen? Und diese Nachricht kann für dich wichtig sein, weil dadurch verändert dein Schicksal oder gibt dir einen Impuls in eine neue Richtung schauen. Und was ist diese Nachricht? Das zeigen die Karten hier. Das sind meine eigenen Karten. So. Das Haus betrifft dein Zuhause oder deine Umgebung, die Nachbarschaft, aber bedeutet auch deine Familie. Also kann diese Nachricht von Familie kommen oder hat einen Einfluss auf dein Zuhause. Die Fische symbolisieren das Geld. Das kann auch Geldgewinn sein. Aber was die Fische noch aussagen, das sind die inneren Werte. Für jemand bist du sehr wertvoll und diese Nachricht kommt bei dir zu Hause an. Und was die Liebesgöttin hier zeigt, dieses flammende Herz, und das hat mit Liebe was zu tun, eine Liebesangelegenheit. Oder diese Nachricht kommt von Herzen. Oder bekommst du ein Angebot, wo du Geld machst und bist du mit Herz und Seele dabei. Das ist sogar möglich, dass mehrere Nachrichten kommen. Eine betrifft die Liebe, andere die Familie oder die Berufung. Warum ist diese Nachricht für dich wichtig? Weil das ist Amors Botschaft. Und wenn Amor erscheint, dann handelt es sich um Verliebtheit. Und welche Botschaft haben wir noch? Hier bekommen wir eine Engelbotschaft. Cassiel erscheint hier. Und wir sehen auf diesem Bild im Hintergrund, was dieser graue Farbe auch zeigt, das sind die Ängsten oder bestimmten Situationen, was Angst auslöst. Aber diese Sense trennt das und geht in eine andere Richtung. Und diese Engel beleuchtet das, das ist die Zukunft. Und hier ist das göttliche Licht. Und diese Nachricht oder diese Botschaft, das ist gut für dich, weil dadurch entsteht etwas Neues, geht alles in eine neue Richtung. Und wie sollst du damit umgehen? Oder was vermittelt dir überhaupt diese Botschaft? Diese Nachricht kommt von einem guten Herrn, also mit guten Absichten. Bei vielen betrifft das die Arbeit oder die Ämter. Und deine Zukunft, was diese Engel eigentlich zeigt,
was verändert sich bei dir in die Zukunft? Und hier besteht die Hoffnung. Es verbessert sich etwas, genauso wie Cassiel das auch zeigt. Die Thema ist die Liebe-Partnerschaft. Da kommt dieses Liebesglück, etwas Fröhliches. Genauso wie Amor das auch zeigt. Aber abgesehen davon, Glück in die Liebe oder ein Liebesbrief, im beruflichen und in ämtlichen Situationen verbessert sich auch etwas, weil hier kommt die Unterstützung von diesem guten Herr. Und die nächsten Karten zeigen, warum ist das so wichtig, warum beeinflusst das dein Schicksal? Die Zahl 4 bedeutet Sicherheit und Stabilität. Nicht nur finanziell, sondern auch in die Liebe-Partnerschaft. Und dann kommt diese Magier, und das ist die magische Anziehungskraft zwischen euch beiden, weil hier die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit und die Kelchen, die Gefühle. Also wieder die Liebe steht hier im Mittelpunkt. Wenn das um Beruf, Berufung handelt, die Magier zeigt, entweder möchtest du deine Berufung leben und bist du mit Herz und Seele dabei und ziehst du das an, das ist wie eine magische Anziehungskraft, oder dieser Magier zeigt die Spiritualität. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.